Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Mystery Dungeon. Hemd ist hochgerutscht. So. Team Rot. Ja, wir sind hier immer noch im Tumultwald, glaube ich, heißt der Dungeon. Unterwegs und müssen immer noch die böse Mankey-Bande finden und zeigen, wo es lang geht, dass sie hier nicht einfach so machen können, was sie wollen. Halala, Elekid. Du wolltest. Okay, gut, mach das. Okay. Nice, Raki. Wollte ich zwar auch gerade machen, aber nice. Ja. Schön. U8, ich weiß echt immer noch nicht, wie viele Ebenen hier sind. Das ist ein bisschen problematisch. Oh Gott. Ein Samurzel. Oh mein Gott. Es wird uns sicherlich zerstören. Oder auch nicht. Wow, Level 20, nice. Ich muss immer noch unbedingt mal ein bisschen leveln gehen. Oh, noch so ein Samurz, ey, dein Ernst? Flammenwurf gönnt sich, jopp. GG, WP. Report AFK. Trollalalala. Gut, schon mal zur Ansage. Morgen wird wahrscheinlich kein Video kommen, also kein Let's Play Part. Denn, morgen kommt mal wieder, wenn ich es schaffe, ein Vlog. Ja, weil ich heute mit ein paar Leuten an einen See fahre und wir chillen da so ein bisschen, grillen, bisschen, ja, halt ein Chilligen machen. Und, meine Güte, auf mit Wachstum. Und da wollte ich ein bisschen was aufnehmen. Ah, das ist schon mein Keep. Oh, cool. Hä, was ist das? Wir schlagen uns eigentlich nicht gerne, aber wir regen uns ziemlich schnell auf, kapiert? Ja, und was uns richtig in Rage bringt, ist, wenn hier irgendwelche Dummbeutel auftauchen. Ja, dieser blöde Gesichtsausdruck. Das macht mich echt fertig. Ich sehe rot. Mankey! Schlägerei! Oh Gott. Ja, da wollte ich ein bisschen was aufnehmen. Das heißt wahrscheinlich. Lol. Die halten ja gar nichts aus, ey. Wow. Ja, wahrscheinlich wird da morgen kein Let's Play Part kommen, sondern der Vlog. Und ja, also nicht wundern. Falls ich kein Vlog hochladen werde morgen, dann werden wieder zwei Folgen kommen. Einmal Lufia, einmal Pokémon. Und ja, nur so damit ihr schon mal Bescheid wisst. Wie versprochen, haben wir die Mankey-Bande, der Mankey-Bande gezeigt, dass man nicht einfach andere aufmischen kann. Das wird ihnen gezeigt haben, dass man es nicht zu wild treiben darf. Oh, verdammt, wie habe ich den nochmal gesprochen? Vielen Dank, euch allen, wirklich. Wohin genau? Ja, wir sind voller Dankbarkeit. Hier ist unser Dankeschön. Kastanie. Das ist eine geschälte Kastanie. Genau, eine geschälte Kastanie. Wisst ihr, wir haben kein Geld. Wohin genau? Deshalb können wir euch zur Belohnung nur eine Kastanie geben. Seid ihr jetzt enttäuscht? Nein. Das ist völlig in Ordnung so. Geschälte Kastanien sind eine Köstlichkeit. Ich finde sie großartig. Haha, ein bisschen Geld wäre auch nett gewesen. Hey, ihr da! Oh nein, die Mankey-Bande! Wohin genau? Oh, diese Mankey-Bande. Haben sie uns bis hier verfolgt? Ja, euch meine ich. Ihr hattet nur Glück, mit uns legt man sich nicht an. Dieses Mal machen wir Kleinholz aus euch. Wir werden euch pulverisieren. Mankey! Auf sie mit Gebrüll! Das geht auf die Stimme. Hey, Augenblick mal, seht euch das an. Kastanie! Das ist eine geschälte Kastanie. Bitte? Was machen die da? Ja, sieht so aus, als würden sie über etwas diskutieren. Wohin genau? Was geht hier vor? Hört mal, ihr habt da was wir wollen. Diese geschälte Kastanie da. Können wir die haben? Wir lieben geschälte Kastanien.
Wir lieben sie so sehr, dass wir ohne sie nicht leben können. Könnt ihr euch nicht selbst Kastanien besorgen? Naja, Kastanien haben doch immer so pieksige Schalen, stimmt? Wenn wir versuchen sie zu schälen, pieksen wir uns. Und dann werden wir fuchsteufelswild. Deswegen fragen wir ja, ob ihr uns die geschälte Kastanie gebt. Wir tun alles, was ihr wollt. Was meinst du, Doki? Sollen wir der Mankey-Bande unsere geschälte Kastanie geben? Ja klar, warum nicht? Ich habe eine Idee. Hört mal, Mankey, wie findet ihr ein wenig körperliche Arbeit? Wie? Körperliche Arbeit? Sowas wie Muskelarbeit? Wir haben Muskeln. Aber wir hassen Arbeit. Aber es ist ja für geschälte Kastanie. In Ordnung, hier ist mein Plan. Wir wollen eine beeindruckende Basis haben und diese daher umbauen. Basis? Ja, richtig. Unsere Rettati-Basis. Wenn ihr uns beim Umbau helft, geben wir euch geschälte Kastanien. Wie hört sich das an? Okay, wir helfen euch. Wirklich? Oh, ihr werdet uns helfen? Ja, überlasst es uns. Wir tragen das Baumaterial her und modeln das Gebäude um. Da wird nicht lang gefackelt oder gefuchtelt. Im Gegenzug, gebt ihr uns die geschälte Kastanie. Oh. Ja, ich auch. Ich helfe auch. Oh Gott, ich kann keine andere Stimme gerade machen, Alter. Ich spucke Seite mit der wir alles zusammenhalten können. Ich will auch helfen. Wohin genau? Ich hatte irgendwie ein schlechtes Gewissen, weil wir euch eine geschälte Kastanie geben konnten. Wohin genau? Alter. Ich danke euch allen. Okay, packen wir es an. Okay. Okay. Yay! Es tut mir leid. Und so begannen die Umbauarbeiten an der Basis des Teams Pokepakt von Doki. Einige Tage später. Das sieht schon echt schick aus. Wahnsinn! Es geht sehr schnell mit unserer Basis voran. Wohin genau? Wir stehen in eurer Schuld. Wohin genau? Aber wir sind noch nicht fertig. Wir haben immer noch ganz viele schwierige Aufgaben, die wir erledigen müssen. Wohin genau? Ja, das stimmt. Aber wir sind fast am Ziel, oder? Mankey-Bande? Wie bitte? Ja, okay. Da drüben. Ach kommt, Leute, ihr seid Mankeys. Was ist denn los? Wir müssen weiterarbeiten. Keine Lust mehr. Was? Was? Das ist so langweilig. Wie soll man das denn aushalten? Ja genau, das macht keinen Spaß mehr. Ein paar geschälte Kastanien könnten jetzt nicht schaden. Was soll das heißen? Bei uns geht nichts mehr. Wir brauchen geschälte Kastanien zur Motivation. Doki, wir haben ein Problem. Ich glaube, die Mankey-Bande arbeitet erst weiter, wenn wir eine Kastanie geben. Wir müssen der Mankey-Bande jede geschälte Kastanie geben, die wir finden können. Okay. Solange ich jetzt in Ruhe meine Stimme ein bisschen schonen kann und normal reden kann, ist alles gut. Nein, hör auf mit mir zu reden. Habe ich nie getan. Ich habe es nie vorgespult. Hunger. Lagern. Extrablatt 1. Doki unschuldig, Teil 1. Er traf Vulnona auf dem Klöberg. Vulnona bezeugte, dass Doki nicht der Mensch aus der Legende ist. Rengars Behauptungen haben sich damit als böswillige Lügen herausgestellt. Gengars empörter Kommentar dazu. Okay. Ja, das lassen wir erstmal. Ich möchte bitte Sibi besuchen. Sibi, du musst ins Team kommen. Wir haben Gummis? Gummi geben? Ah, Grüngummi. Egal. Oh, meine Stimme, ey. Ist am Abkacken. Wir lagern noch schnell ein paar Items und dann würde ich sagen, gehen wir noch mal in den Tumultwald, denn wir brauchen ja geschälte Kastanien. Auf jeden Fall. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das. Ja, das. So. Nice. So, ich muss mal kurz nochmal IQ prüfen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also,
Okay. Draki braucht auf jeden Fall. Ich mache jetzt erstmal Draki auf 9. Tumultwald, bitte. Oh, meine Stimme kratzt jetzt richtig. Also, es kratzt jetzt mega am Hals. Durch diese Menki-Stimme. Das ist unglaublich. Rüber. Danke. Naja, komm. Setzen wir Blubber ein. Ist ja okay. Können wir ja machen. Mensch. Ich will nur ein paar Kastanien. Wow. Warum hat der Erdbeben gekonnt? Oder hat er eine Druckkraft eingesetzt? Stirb! Ruckzucki, okay, zack. Ruckzucki. Warte mal. Oh, hat einen Donnerschlag mit Ruckzucki. Ja gut, er ist auch noch ziemlich unterlevelt, dadurch, dass er halt nicht mitkommen konnte auf der Flucht, ne? Ich meine, ja. Oh, ein Flora-Gummi, das ist eigentlich total unnötig, fällt mir gerade so auf. Das brauchen wir nicht mal unbedingt dringend, aber gut. Ach genau, ich wollte Feuerriegel ein paar Gummis geben, ne? Richtig. Richtig, richtig. Ich glaube, wir müssen jetzt noch 3 Kastanien finden. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Du sollst es nicht fangen, du sollst es essen. Mann, Zack, werfen. Nice. Zack. Dein Ernst? Flora-Gummi-Einsatz. Und bitte... Ja, du wirst dein Bestes geben. Das ist okay für mich. Werfen. Du solltest nicht... Och. Einsatz. Kann man die doch irgendwie anders... kann man den Teampartner noch irgendwie anders die Gummis geben, sodass sie die sofort essen oder so? Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ziemlich nervig. Dass wir hier... Ja. Dass der Teampartner das Item immer fängt und nicht irgendwie gleich isst. Ist halt ein wenig störend. Mann, ich will nicht aufs Wasser gehen, aber das ist halt das Problem hier bei dem Spiel, ne? Geht nicht anders, irgendwie, in den meisten Fällen. Und das ist ziemlich doof. War das hier die Treppe? Nein, ist hier nicht. Zack, zack, zack. Kommt her, ihr meine Lieben, kommt her. Ich hoffe, wir finden jetzt schon genügend Kastanien. Oder überhaupt eine Kastanie. Wäre auf jeden Fall recht schön. Würde ich jetzt mal so behaupten. Und ich habe dann ernst. Okay, auf der Ebene suche ich nichts, weil der Hagel nervt. Wieder Dauerschaden bekommen. Schönes Damage, Vorriegel. Schönes Damage. Komm, hier ist ein Gummi. Schön. Bitte. Jetzt sofort. Noch dein Ernst. Ah, Flammenwurf. Ich habe erwartet irgendwie oder gehofft, dass er das einsetzt. Poke, schön. Einmal im Kreis laufen ist immer was Schönes, ne? Kann man mal machen. Ach, Mensch. Ja, gegen das Samurzel zu kämpfen ist halt einfach unnötig. Alter, okay, am Elekid, an Sibi macht er ganz schön Damage, muss ich sagen. Ja gut, was würde ich erwarten? Einmal im Kreis gelaufen ist immer was Gutes. Einmal im Kreis laufen, das hat noch niemandem geschadet. Würde ich jetzt mal so sagen. Mann, Roselia, dein Ernst? Was willst du? Mich vergiften? Kann ich mit leben? Oh. Und Blubber! Nice. Macht schon fast viel Damage. Ja, ein Flora-Gummi ist okay. Mann, jetzt so, zack, nice, danke. Und Flora-Gummi werfen. Nimm es doch in den Mund. Nimm es in den Mund. Danke. Ja, ich weiß, ich bin vergiftet und habe eine Pierce of Beere, aber ich habe gerade keine Lust, sie einzusetzen. Alter, was ist das denn für ein... Ja, dein Ernst? Was ist das denn für ein behinderter Weg? Okay, ich setze es jetzt ein. Sonst krepiere ich hier noch und das, will ich jetzt nicht unbedingt, muss ich ja zugeben, ne? Ich meine, sterben ist keine super tolle Aktion.
Der Part ist schon gleich vorbei. Alter, haben wir nicht eben erst... Oh nein. Oh, es hat fehlgeschlagen, zum Glück. Und Raki Level 21. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht eigentlich. Das ist schon mal... Oh, ein Monsterraum, ist das dein Ernst? Okay, ich gehe mal hier hin. Nein, ich gehe mal hier oben hin. Stachelsporen, verdammt. Nochmal Stachelsporen. Okay, während man den Stachelsporen ist, kann man irgendwas machen. Oder gar nichts, okay. Ich würde mal sagen, ich greife das hier oben an. Achso, doch, könnte ich machen, okay. Man kann, soweit ich weiß, Georock Brocks und diese Eisendorns und so werfen. Kann ich jetzt mal aufhören, paralysiert zu sein? Danke. Nicht dein Ernst! Okay, Moment. Okay, das Roselia ist schon mal besiegt. Ich will das da oben weiter angreifen. Bitte. Oh nein. Okay. Ah, stimmt! Er trifft ja alle im Raum. Oh, das ist super. Meine Güte! Gut, dass er an... dass die an mir und Raki halt einfach so null Damage machen, ne? Das ist halt das Gute. Ich muss zuerst diese Roselias besiegen. Unbedingt. Einfach nur aus dem Grund, weil sie halt einfach mit ihrem verdammten Dings total nerven. Aua. Das tat fast weh. Und das Dings, das Samuzel halt nicht angreifen. Okay, greif das Samuzel ruhig an. Da muss ich das jetzt aber besiegen. Nehme ich nochmal Durchbruch. Ja, Klaas. Bringt jetzt nicht unbedingt so viel gegen die Gegner. Weil, ja, Blutzug ist ja noch Gift. Aber es macht ja an sich ganz okay Schaden. Geh ich mal noch kurz nach hier unten, genau. Damit die beiden Blutzugs herkommen. Ich glaube, wir hatten noch nie Monsterraum, oder? Hatten wir schon Monsterraum? Ich glaube nicht. Das ist so ein Monsterraum, Leute. Da sind mega viele Monster. Oft kann das echt sehr, sehr anstrengend, sehr, sehr schlimm sein. Das kann richtig nach hinten losgehen. Aber oft sind halt auch gute Items. Sowas wie Geheimpower halt. Wie du siehst, eine TM. Ja, in den Dungeons drin, beziehungsweise in den Monsterräumen drin. Und das ist das einzig Positive an den Teilen. Es sind eigentlich auch mehr Items in solchen Räumen drin. Und ich frage mich gerade, warum auch nur... Kannst du mal... Da oben, danke. Warum auch da gerade nur zwei Items waren. Das ist ein bisschen doof, aber gut. Ja, das ist doof. Kommt halt vor. Wir haben noch keine Kastanie gefunden. Mann! Draki! Jetzt nimm es in den Mund! Meine Güte! Kann ja nicht wahr sein, ey. Oh. Ich habe ja keinen Blubber mehr fixiert, stimmt. Ups. Ups. Dein Ernst? Geh weg. Oh. Kann nicht der Dungeon ohne Gegner sein. Die bringen hier ja nicht mal wirklich was. Also von daher ist das doch total unnötig, gegen diese Viecher zu kämpfen. 97 Erfahrungspunkte, ich meine, hallo? Och, dein Ernst. Ah ja. Okay, das war Damage. Aber okay, es ist sonnig. Das heißt, Feuerattacken sind sowieso verstärkt. Oh. Geh weg. Danke. Kastanie? Aha. Ich meine, ist jetzt auch nicht so das Negative, dass wir die ganze Zeit Gummis finden halt. Dafür. Trotzdem wäre es besser, wenn wir mal ein paar Kastanien finden würden, muss ich zugeben. Weil haben tun wir auch keine mehr, soweit ich weiß. Ja, wir haben ja nur die eine gehabt. Okay, nice. Und loyal, okay. Das ist doch, wenn man verwirrt ist, dann greift man keine Teammates mehr an, ne? Ja, genau. Das ist super. Oh. Biss.
Wir müssen den Part aber auch gleich beenden. Ich will den Dungeon jetzt aber noch schnell fertig machen. Ich meine, das sind ja nicht mehr viele Ebenen. Geht ja nur bis Ebene 10, soweit ich das jetzt richtig noch gesehen habe. Also von daher haben wir halt ein bisschen einen längeren Part, Leute. Ich glaube, das stört euch herzlich wenig, oder? Komm. Ah, Gott, doch, stimmt. Machen wir das mal auf Zippy, bis er loyal erlernt hat. Das wollen wir nicht machen. Treppe, okay. Mann! Ich bräuchte Röntgenaugen. Das Item, das kann man dem Pokémon geben, dem Anführer. Und dann sieht man durchgehend, wo überall Items liegen. Das ist in vielen Dungeons ziemlich praktisch. Wenn du weißt, okay, in dem Dungeon soll ein Item sein. Und ich glaube, Gegner sieht man auch. In dem Dungeon soll ein Item sein. Da musst du nicht jeden Raum abklappern, sondern wirklich nur die Räume, wo halt ein Item ist. Und ja, auch wenn du ein Pokémon suchst oder so, ein bestimmtes. Jetzt zum Beispiel Mew später. Das folgt ja, kommt ja zufällig in einem Dungeon, taucht es ja einfach auf. Und ich will dahin, bitte. Ich habe Angst vor meinem Zippy. Nicht dein Ernst. Okay, er greift mich nicht. Ah, okay. Stirb. Ja. Dann kann man sehen, ja, okay, es sind Pokémon auf der Ebene. Da ist ein Pokémon, da laufen wir hinterher. Und das verfolgen wir jetzt, das wollen wir jetzt haben. Und ja, so kann man Mew dann leichter finden, finde ich zum Beispiel, finde ich. Aber ja, ich kann mich da auch irren. Das kann für jeden anders sein. Aber ja. Und ich glaube, Mew ist dann von Anfang an auf der Ebene. Das heißt, wenn man sieht, okay, das Pokémon dort ist neu dazugekommen oder gerade erst gespawnt, dann kann man das in Ruhe lassen, weil das total egal ist. Weil Mew nicht neu spawnt, sondern von Anfang an auf der Ebene ist. Und ja, ja. Meine Güte, der Part wird ein bisschen sehr lang. So, okay, hier ist niemand. Zeit umzukehren. Ja, wir haben leider kein Dings. Keine Kastanie gefunden. Meine Güte. Ich kann nicht. Nee. Aber gut, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.